Sehen wir bald Gold, 3000 Dollar, Silber sogar dieses Jahr noch, die 50 Dollar, kommt die große Rezession, die eigentlich viele schon letztes Jahr erwartet haben. Über diese Themen sprechen wir heute beim großen Gold- und Silber-Marktupdate für den Juli. Und man muss eines ja gleich vorweg sagen, der Edelmetallmarkt war noch nie so spannend in den letzten 24 Jahren, wie es aktuell ist hier im Jahre 2024. Aus diesem Grund freuen wir uns, euch wieder ein großes Update hier zu liefern, wie wir aktuell den Edelmetallmarkt bewerten, wohin wir die Edelmetalle steigen sehen dieses Jahr noch. Und deswegen, Hannes, wird wieder Zeit für ein dickes, großes Update. Mein Name ist übrigens Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hörtnagel und Benjamin. Eine Sache muss man ganz klar sagen: Die Märkte lieben Unsicherheit nicht unbedingt, aber Gold liebt Unsicherheit. Und davon hat man momentan, wenn man nach Frankreich, wenn man nach Deutschland, wenn man in die USA blickt, hat man relativ viel davon. Und dann sieht man natürlich auch Gold, sehr schöne hohe Preise mittlerweile überall, auch Silber. Und da glaube ich, ist für alle Investoren jetzt ganz, ganz spannend, wie das Ganze weitergeht. Bevor das Video aber jetzt richtig losstartet, unbedingt dann so einen kostenlosen Download von unserem Buch Generationen Crash, wo ganz klar drinnen steht, was für ein Umfeld wir derzeit haben und wohin die Reise weitergeht, kostenlos downloaden, Link unten bei verlinkt. Benjamin, Gold, Silber, wie gesagt, wie sieht das Mo auf Monatsbasis aus? Wo geht die Reise hin? Ja, Hannes, sehr, sehr spannend und wir starten natürlich sofort hinein, wie gesagt, in unsere Folien. Wir schauen uns jetzt eben, wie gesagt, wie immer ganz klar chronologisch an, wo wir heute stehen und wie wir den Markt für die nächste Zeit eben bewerten. Also, Hannes, die heutigen Themen für das Gold- und Silber-Marktupdate für Juli 2024, was natürlich monatlich bei unserem YouTube-Kanal hier gibt. Wenn ihr neu mit dabei seid, vergesst nicht, jetzt den Kanal zu abonnieren, damit ihr jedes Monat hier diese großen Gold- und Silber-Marktupdates nicht verpasst. Wie gesagt, jetzt Kanal abonnieren. Starten wir hinein und zwar die Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft, die schwächelt aktuell ganz, ganz stark. Und es ist eigentlich genau das, auf das die Notenbanken, die großen Politiker dieser Welt auch gewartet haben. Man wartet eben, bis jetzt richtig schlechte Wirtschaftsdaten reinkommen, damit man danach wieder Gas geben kann. Wohin Gas gegeben wird, gibt es, wie gesagt, Aufschluss später in diesem Video. Aber die Frage ist, die Frage der Fragen, kommt die Rezession ja oder nein? Weil die Daten sind wirklich absolute Katastrophe. Und wie gesagt, wir stehen definitiv hier am absoluten Scheidepunkt, ob es hier zum großen Knall kommt, ja oder nein. Dann natürlich schauen wir jetzt aber eines an und wir bei Invest in Best sagen immer, der beste Ökonom sitzt im Markt. Also man kann ja über diese Wirtschaftsdaten, die einmal im Monat rauskommen, ganz viel diskutieren. Man kann da Debatten stundenweise anheizen, aber am besten ist es immer noch gewesen, wenn man in die Märkte hineinschaut, wenn man wirklich tief Einblicke hat, wie reagiert der Markt, wie reagiert der Markt auf diese schlechten Daten? Und dann schauen wir uns natürlich an, Rohstoffe. Sind Rohstoffe vielleicht genau zu diesem Zeitpunkt, jetzt, Mitte 2024, die große, große Chance, die man wahrscheinlich so im Leben nie wieder bekommt? Und natürlich dann schauen wir uns noch an, wie geht es weiter mit der Preisentwicklung zu Gold und Silber? Wie gesagt, Hannes, man könnte das Ganze nicht besser hier anschauen. Brot und Spiele 2024. Ja, ich oute mich. Auch ich habe die ein oder anderen Europameisterschaftsspiele geschaut und ich habe natürlich zu Österreich und der Schweiz gehalten. Leider haben es beide ausgeschieden. Aber auch wenn man das Ganze ja weiß und einem bewusst ist, dass es Brot und Spiele ist, manchmal macht es dennoch Spaß. Benjamin, du hast mitgefiebert bei der Europameisterschaft. Ich fiebere mit, wenn irgendwo Wahlen sind. Und damit haben wir heuer beide viel zu mitfiebern gehabt. Aber wie gesagt, das Ergebnis für beide dasselbe. Und zwar weder Österreich noch Deutschland noch die Schweiz werden da mitspielen beim großen Finale. Und genauso spielt auch nicht unbedingt ja, das Wohl der Bürger am Ende des Tages an der Wahlurne tatsächlich mit. Deswegen Brot und Spiele in allen Bereichen, wohin das Auge reicht, Benjamin. Und ich denke, mehr Brot werden wir in Form von Stimulus in vielen Bereichen bekommen. Aber jetzt schauen wir an, wie geht es mit Gold und Silber weiter? Ja, wie gesagt, gib ihnen Brot und den Zirkus und dann werden sie niemals auf die Straße gehen, Hannes. Und ja, genau so ist es derzeit der Fall. Aber wie gesagt, kommen wir zu den Fakten, weg vom Spaß von Brot und Spiele. Schauen wir uns an, was in der Weltwirtschaft passiert. Und in der Weltwirtschaft schwächelt es aktuell wirklich dramatisch, weil im letzten Update, was übrigens hier oben verlinkt ist, haben wir den Zusammenhang zwischen Reflation und auch einem schwachen Dollarumfeld erklärt. Und es ist wirklich ein sehr guter Zeitpunkt, dieses Video jetzt nochmal anzuschauen, weil wir nichts anderes tun wie diesen sogenannten Reflation Trade, der neue Boom der Weltwirtschaft, dass der jetzt gerade ein bisschen korrigiert und eben jetzt wieder die große Angst im Markt eben gespielt wird. Aber die aktuellen Wirtschaftsdaten, die verschlechtern sich wirklich
dramatisch. Also sie verschlechtern sich wirklich hier monatlich mehr und mehr derzeit. Und es gibt natürlich jetzt dem Markt wieder ganz, ganz viele Gründe, neue Zinssenkungsfantasien einzupreisen. Es geht nur um das. Der Markt ist ein Vorlaufindikator. Er schaut immer 12 Monate in die Zukunft. Und deswegen ist es ein extrem positives Umfeld für Gold und Silber, weil eben die Zinserhöhungen, die höheren Zinsen, die Angst, dass die Notenbank weiter Zinsen erhöht, die kann man derzeit wirklich ganz klar vom Feinsten erstmal wegstreichen. Derzeit geht es wirklich nur mehr darum, kommt die große Rezession oder schaffen wir es durch Gelddruckerei nochmal hier diesen Boden abzufangen und in einen neuen Aufschwung zu gehen. Der Markt weiß eben, wie gesagt, ganz, ganz genau, dass im zweiten Halbjahr 2024 der große Stimulus zurückkommt. Wir wissen, dass wir Wahlen haben und deswegen auch wissen wir eines, dass die Federal Reserve, die wichtigste Notenbank der Welt, gezwungen sein wird, wie gesagt, zu agieren. Und dieses Bild sagt einfach ganz klar mehr als 1000 Worte, denn das Barron's hat wieder mal ein tolles Cover rausgebracht und diese Covers, die was immer wieder in der Finanzwelt rauskommen, haben oft eine unglaubliche Bedeutung, weil sie eben genau zum richtigen Zeitpunkt rauskommen, wo danach sich das ganze Sentiment im Markt umdreht. Und ihr schaut bitte hier links erstmal runter, why he won't cut rates this year. Also damals war sich jeder sicher, ebenso im März, April, Mai und Anfang Juni, weil ihr seht, dass es am 3. Juni veröffentlicht worden ist, dass es keine Zinssenkung dieses Jahr mehr geben wird. Keine 2 Wochen später kommen die ersten Inflationszahlen niedriger als erwartet. Arbeitslosenzahlen steigen wieder. Und jetzt auf einmal kommen wieder diese Zinssenkungsfantasien zurück. Deswegen, das muss man einfach sagen, das zweite Halbjahr wird genau das Gegenteil sein, was man dieses Cover hier sieht. Im zweiten Halbjahr muss man davon ausgehen, dass es ganz klar Zinssenkungen von der Federal Reserve wieder gibt. Und wie gesagt, werfen wir kurz einen Blick in den ISM-Report. Das ist ein Report über Wirtschaftszyklen, der einmal im Monat veröffentlicht ist. Und da gab es, wie gesagt, ein Donnerwetter über eben im Dienstleistungssektor letzte Woche, weil die Daten kamen wirklich sehr, sehr schlecht heraus. Und wenn man hier ganz kurz mal hier diesen Report einmal das gelb markierte sich durchliest, dann sieht man eigentlich schon, was Sache ist. Und zwar, es ist immer in Englisch, wir übersetzen natürlich das Ganze sehr, sehr gerne für euch. The New Orders Index contracted in June for the first time since December 2022. Das heißt also, seit das erste Mal, seit 2 Jahren, sind wir im negativen Bereich in Dienstleistungen und auch the Employment Index contracted for the sixth time in 7 months at a faster rate in June. Also auch die Arbeitslosigkeit zieht jetzt davon. Das heißt, wir haben einen beschleunigten Trend der Arbeitslosigkeit. Und wenn wir ganz unten schauen, das ist das Allerwichtigste, der Decrease in the Composite Index in June is a result of notable lower business activity, a contraction in the orders for the second time since May 2020 and continued contraction in employment. Das heißt, wir haben zum ersten Mal seit 4 Jahren jetzt eine Contraction in neuen Bestellungen, also einen deutlichen Abschwung in neuen Bestellungen. Und das ist, wie gesagt, zum ersten Mal seit Covid, Leute, dass wir so einen massiv schlechten Dienstleistungssektor in den USA haben, was wirklich ganz, ganz was Spezielles ist. Und deswegen wird der Markt einfach jetzt sagen, oh, oh, okay, es ist zu viel, wir brauchen wieder neuen Stimulus. Ja, ganz klar, Benjamin. Und zwar die Einkaufsmanager, was da befragt werden, die sagen ganz klar natürlich, dass alles etwas schlechter, alles nach unten geht. Und damit weiß man dann für sich auch, wo die Reise hingeht. Das US-Dienstleistungssektor schwächelt. Und das ist natürlich ein Grund mehr für die Fed, die Zinsen irgendwann zeitnah doch zu senken. Ob das Ganze dann im Juli schon so weit ist, schauen wir uns später an. Also was so spannend ist bei dem Ganzen, dass eigentlich, wenn die Dienstleistungen unter 50 notieren und auch gleichzeitiges verarbeitenden Gewerbe, war historisch eigentlich immer eine Rezession sicher im Gepäck. Deswegen wird es jetzt wirklich heiß, Leute, und deswegen schauen wir weiter, weil wir haben ganz viele schlechte Daten, die einem wirklich Angst machen. Und Hannes, man hat ja auch irgendwie so die Angst in den Märkten auch gespürt, oder? Also ich glaube auch bei einem selber, wenn man ja die Kryptomärkte gesehen hat, wie die gecrashed sind und natürlich auch, man merkt einfach, oh Gott, kommt jetzt die große Rezession. Es ist sehr viel Angst derzeit im Markt, aber wir sagen, der beste Ökonom sitzt im Markt. Richtig, Hannes? Und richtig, Benjamin. Und jetzt schauen wir weiter, und zwar Gold- und Silber-Ratio. Und zwar, Hannes, wir wissen ja eines, Silber boomt, wenn es der Weltwirtschaft eigentlich gut geht, wenn wir in einem reflationären Umfeld sind. Das haben wir beim letzten Gold-Update gesagt. Und Silber funktioniert ganz und gar nicht in einer Rezession. Ja, also Silber crasht in einer Rezession, Silber kommt überhaupt nicht vom Fleck. Denkt an Covid zurück, denkt an 2008 zurück. Da war Gold natürlich deutlich stärker, aber das Gold-Silber-Ratio kann niemals steigen in einem rezessiven Umfeld. Schauen wir bitte kurz hier links in dieser Grafik, Covid-Crash. Schaut euch an, was mit Gold gegenüber Silber passiert ist. Es geht durch die Decke, es ist explodiert. Wir hatten das höchste Gold-Silber-Ratio in der Geschichte überhaupt bei irgendwie 119 Unzen Silber für eine Unze Gold. Und dann
ging es richtig in die andere Richtung. Und jetzt sehen wir aber was ganz Spezielles, weil zum ersten Mal seit gut 1,5 Jahren bricht Silber wieder gegenüber Gold aus. Also eigentlich genau das Gegenteil, was bei einer Rezession passieren sollte. Bei einer Rezession sollte dieser Trend genau in die andere Richtung schauen. Aber der Markt sagt uns hier genau das Gegenteil, was das Gefühl der Anleger ist und was auch das Sentiment der Daten ist. Denn aktuell zeigt uns Silber, dass wir in ein reflationäres Umfeld gehen. Keine Rezession, sondern eher wieder früher Boom in der Weltwirtschaft. Aufblühende Inflation, Leute. Nächste Inflationswelle. Das sagt uns hier Silber. Und Hannes, wie schaut es beim Kupfer aus? Beim Kupfer ein ähnliches Bild bei mir. Kupfer, Dr. Kupfer beginnt zu sprechen und damit weiß man natürlich, wo die Reise hingeht. Kupfer würde bei einer Rezession, das wichtiges Industriemetall, würde Kupfer bei einer Rezession natürlich auch crashen und könnte niemals steigen. Was macht es? Es steigt. Also ganz egal, was wir da sehen. Wenn wir das Gold-Kupfer-Ratio anschauen, im Gegensatz zu Gold, also verglichen eben zu Gold, steigt Kupfer derzeit auch massiv und das könnte dann auch dazu führen, dass 2024 sogar Kupfer, Gold outperformt. Und das ist in einer Rezession definitiv nicht der Fall. Wie gesagt, ich sage es immer wieder an der Stelle, Märkte und Realwirtschaft sind entkoppelt, haben zusammen relativ wenig zu tun. Also auch wenn es für Unternehmen ganz, ganz schwierig wird und schwierig ist, schon Bestand zu haben, dennoch kann auf dem Markt marktseitig natürlich das ganz anders ausgelegt werden. Wir können uns alle erinnern an die Inflationswellen, an die erste Jahr, wo die Inflation noch sehr gering war, aber die Menschen schon gespürt haben, wie die Inflationswellen, wie die Inflationswelle massiv da ist. Auch jetzt, wie die Menschen die Teuerung Tag für Tag heftig spüren, wie Menschen immer in größeren Teilen verarmen. Und da dann sagt man zeitgleich, die Inflation sinkt. Also es ist schon mit der Realität in der Realwirtschaft und Märkte eine große Entkoppelung da und das sehen wir natürlich auch. Aber dass man marktseitig eine Rezession sehen, Benjamin, ich glaube, da spricht schon jetzt, wenn man sich Silber anschaut, wenn man sich Kupfer anschaut, ganz, ganz viel dagegen. Ja, es spricht wirklich eben sehr viel dagegen. Und der Markt zeigt uns das. Und in der Regel, wenn eine Rezession imminent jetzt dastehen sollte, wenn sie eintreffen sollte, dann könnte niemals Kupfer so stark sein, wie es heute ist und besonders eben höher stehen als Gold im Vergleich zum Beginn 2024. Also auch hier zeigt uns Kupfer ganz klar, nein, hier wird keine Rezession erstmal eintreffen. Wenn wir, wie gesagt, weiterschauen und dem Vorlaufindikator. Wir haben natürlich auch viele Vorlaufindikatoren bei uns im Research bei Investinvest. Und wenn wir uns die anschauen, sehen wir, dass auch hier ganz klar eigentlich jetzt wieder ein Wendepunkt stattfindet. Das heißt, ja, die Vorräte in den USA, die aufgebaut worden sind durch Corona, die wurden jetzt einfach massivst abgebaut, abverkauft und dadurch kamen keine neuen Bestellungen. Jetzt, wo wir aber sehen, dass die Vorräte in den Unternehmen, verarbeiteten Gewerbe primär aufgebraucht sind, heißt das ja natürlich, wenn ich keine Vorräte mehr habe, muss ich neue Bestellungen tätigen. Das heißt, wenn die wieder anfangen, jetzt Gas zu geben, zu bestellen und gleichzeitig aber Stimulus seitens der Notenbanken kommen und die künstliche Nachfrage wieder geschaffen wird, dann sehen wir einen aufschwingenden Zyklus und das bedeutet generell, dass die Weltwirtschaft nicht in eine Rezession geht, sondern dass wir erstmal wieder in einem Boom, in einer frühen Boomphase uns aktuell hier befinden. Und jetzt wird es richtig spannend, denn kann die USA etwas unternehmen? Ja, wir wollen ja auch Lösungen hier bei Investinvest bieten. Wir wollen auch zeigen, wie kann man die Dinge lösen, nicht sagen, ja, die Dinge sind schlecht, sondern sie auch wirklich erwähnen, wie kann man es lösen, ja? Und die USA hat definitiv Möglichkeiten, das Ganze auch zu lösen. Und diese zwei Möglichkeiten, die die US-Politik machen könnte, die schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar die einzige Möglichkeit, wie gesagt, die USA über einen längeren Zeitraum stärker als das Gold zu halten, damit meinen wir jetzt eben relative Outperformance, das heißt, steigendes Wirtschaftswachstum muss höher sein wie die Inflation, dann wäre das positiv für die USA. Wenn aber das Wirtschaftswachstum niedriger ist als die Inflation, dann ist Gold natürlich besser. Ist so. Und das erleben wir seit 24 Jahren. Gold steht besser da im Vergleich zu den Aktienmärkten, auch besser wie der Nasdaq, wie gesagt, viele, viele andere Dinge in den USA. Deswegen, es gibt Möglichkeiten, aber da muss man das außer Kontrolle geratene Defizit angehen. Aktuell 2 Billionen Dollar pro Jahr Defizit, circa 7 bis 8% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist das, was man angehen muss, damit man wieder, wie gesagt, die USA restrukturiert. Leider gibt es da aber ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar, es gibt keinen politischen Willen. Das muss man ja ganz klar erwähnen. Es gibt diesen Willen nicht, sei es in Europa nicht, in den USA nicht, in China nicht, nirgendwo, dass man, wie gesagt, die nicht finanzierte Alterversorgung der Babyboomer angeht. Weil das ist ja das Problem. Man kann nicht mehr die Babyboomers ausbezahlen bis im Jahre 2032, wenn man das System nicht weiter inflationiert. Und deswegen ist eigentlich das schon mal hier keine Lösung. Die andere, nächste große Lösung wäre die MAG-7-Steuersätze von 10% auf 50 bis 60% zu erhöhen. Und Hannes,
Was sind die Mach 7? Und wie gesagt, sprech mal über die Zahlen, weil die sind verheerend, wenn man sich das anschaut. Benjamin, die 50 bis 60% Steuersätze sind für viele deutsche Staatsbürger ganz normal. Und zwar, wenn man ein normales Einkommen hat und sich am Ende des Tages ausrechnet, was tatsächlich an Steuern bezahlt wird, dann ist man wesentlich darüber, wenn man alle Abgaben und Steuern zusammenzählt. Aber was sind die Mag 7? Und zwar, das sind die Magnificent Seven. Ist kein Hollywood-Film und keine Retter, die uns retten werden, irgendwas, sondern das ist Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, also Google, die Meta-Plattformen, Nvidia und Tesla. Und sie gemeinsam, wenn man alle zusammenzählt, haben gemeinsam eine Marktkapitalisierung von 16 Billionen US-Dollar. Stand Juni 2024, also ganz ein nettes Sümmchen. Das US-Bruttoinlandsprodukt, das US-BIP im Jahr 2023 waren in etwa 26,9 Billionen US-Dollar. Das heißt, die kombinierte Marktkapitalisierung dieser Magic Magnificent Seven ist fast 60% des gesamten US-BIPs. Das muss man sich einmal vorstellen. 60% US-BIP, diese sieben Unternehmen zusammen. Und egal, ob Defizit oder höhere Besteuerung der Mag 7, beides wird am Ende des Tages nicht passieren. Da sind die Einflussmaßnahmen definitiv zu groß. Die 60% Steuerlast bleibt definitiv weiter am Bürger. Hannes, und wenn wir uns ja, du bist ja ganz, ganz viel in den USA und wie gesagt, keiner ist mehr USA wie du, sage ich immer, du liebst die USA, das Mindset der Amerikaner. Aber Hannes, was hat's da mit der nächsten Na, Grafik auf Benjamin, da muss sich? ich kurz reingrätschen. Ich liebe die Amerikaner, ich liebe das Land, aber ich liebe nicht die Politik. Das war noch natürlich ganz wichtig, das noch zu erwähnen, natürlich, Hannes. Wie gesagt, wir werden auch einen super Livestream dieses Jahr machen zu den US-Wahlen. Merkt euch das schon mal, das wird der absolute Hammer. Gibt's ganz, ganz viel zu sprechen über die USA. Aber Hannes, schauen wir uns mal ganz kurz noch diese Grafik an. Die ist echt heftig, oder? Ganz richtig, Benjamin. Diese Grafik hat nämlich kräftig in uns. Und zwar, wir haben ja vorher uns angeschaut, Rezessionsangst in den USA. Und da muss man sich eine Sache anschauen. 6% Defizit zum Bruttoinlandsprodukt in einer Rezession würde das im Umkehrschluss dann heißen, mindestens minus 20%, vielleicht sogar deutlich mehr. Also wir sehen schon auch in der Vergangenheit, wir sind dort 2001 schon etwas runtergekommen in der Rezession, dann in der Rezession 2008 natürlich kräftig und dann 2019 mit Covid, die Covid-Rezession kurz und schmerzlos, nein, kurz und heftig. Und wenn wir jetzt da wieder die 6% Defizite runterrutschen würden, dann hätte die USA definitiv in einem Superwahljahr ein Riesenproblem. Ja, ein Riesenproblem. Und wie gesagt, Defizite kann man machen bis zu einem gewissen Grund und dann kippt das Ganze und dann kommt eine Hyperinflation. Wie gesagt, noch sind wir nicht dort, aber eine Rezession kann man sich eigentlich nicht mehr leisten. Man sollte mit aller Macht versuchen, dies zu verhindern. Hannes, schauen wir weiter im Markt hinein. Der smarteste Ökonom sitzt im Markt. Da können wir noch so viel über Wirtschaftsdaten, Berichte lesen oder debattieren, wie wir wollen. Aber schauen wir uns mal das nächste neben Gold-Silber-Ratio, Gold-Kupfer-Ratio. Schauen wir uns mal die zyklischen Konsumgüter an. Und da gibt es auch ein schönes Ratio, wo man zyklische Konsumgüter gegenüber nicht zyklische Konsumgüter preist. Und nach hier sehen wir etwas. Schaut euch bitte an, hier 2001 zurück. Schaut euch 2008 an und schaut euch 2020 mit Covid an. Immer diese rot schattierten Bereiche sind die Rezession in den USA, die letzten großen Rezessionen. Wenn man jetzt dieses Ratio uns anschauen, dann sehen wir natürlich, dass zyklische Konsumgüter niemals in einer Rezession funktionieren und immer die nicht zyklischen Konsumgüter besser darstellen. Und dann seht ihr eben, dass dieses Ratio immer einknickt und es quasi einen Crash gibt in einer Rezession. Völlig normale Entwicklung. Jetzt schauen wir uns aber an, was seit 2022 im September, Oktober passiert. Wir sehen, dass wir nonstop zyklische Konsumgüter haben, die besser performen als die nicht zyklischen Konsumgüter, was auch überhaupt nicht zu einer Rezession passt. Also auch hier sagt uns der Markt wieder eher keine Rezession. Und wenn wir uns natürlich das Sentiment parallel anschauen, das eigentlich voll auf die Rezession setzt derzeit, also 50% aller Bloomberg-Ökonomen sagen, dass die Rezession dieses Jahr noch kommt, dann müssen wir sagen, ja, aber der Markt bestätigt diese Prognose derzeit überhaupt nicht. Nach dem Ausblick von den Grafiken und den Entwicklungen passt da irgendwie nicht so richtig dazu. Und jetzt gehen wir aber weiter und schauen uns, wie gesagt, mal Gold, die Marktanalyse von Gold an. Was passiert derzeit? Und das macht sehr viel Spaß, das wird sehr vielen Leuten jetzt gefallen. Nach Jahren, wo wir auch zum Teil negativ auf Gold waren, wo wir negative Prognosen gegeben haben, muss man jetzt hier wieder sagen, immer diese Grafik zu Beginn, der Gold-8-Jahres-Zyklus ist voll intakt. Mit Bruch von der 2100-Dollar-Marke ist einfach hier alles freigeschlagen. Das heißt, der Himmel ist frei. Wir können hier nur noch nach oben schauen. Das ist so mit kurzfristigen Korrekturen. Und derzeit notiert der Goldpreis irgendwo bei 2370 Dollar herum. Nichtsdestotrotz sieht es extrem bullisch aus. Wir sind in der finalen großen Welle in Gold. Und wenn wir das Ganze jetzt
hier auf kurzfristiger Basis auch anschaut, im japanischen Yen zum Beispiel, da haben wir noch eine Grafik für euch mitgebracht, die wirklich unglaublich ist, denn man sieht hier, wie eine G10-Währung komplett kollabiert. Und das sind die Goldpreise in japanischen Yen. Und das ist wirklich bereits atemberaubend, weil wir haben eine vertikale Phase. Wir sind in der exponentiellen Phase der Goldpreisentwicklung in japanischen Yen. Ihr seht, mit Corona damals kam der große Ausbruch nach einer sechsjährigen Korrektur. Und jetzt geht das Ganze immer schneller und schneller und schneller und schneller. Und das ist eben, wenn es Staatenkrisen gibt. Die nächste Krise wird keine Immobilienkrise sein oder vielleicht eine Aktienmarktkrise. Es wird auch jetzt nicht unbedingt die große Anleihenkrise mehr kommen, aber es wird die große Krise der Währungen kommen. Und das sieht man eindeutig im japanischen Yen. Das einfach jetzt im kollabierenden Modus ist. Erste G10-Währung, Hannes, die komplett zusammenbricht. Und wenn wir uns hier die Goldpreise jetzt auf kurzfristiger Basis auf US-Dollar wieder anschauen, diese Grafik bringen wir jedes Monat. Die ändert sich auch nicht. Wir geben hier einfach immer nur ein großes Update und schauen an, wie es weitergehen wird. Ja, die Korrektur, Hannes, die seit März, April läuft in Gold, die läuft immer noch. Nichtsdestotrotz, wir gehen ganz klar davon aus, weiter steigende Preise 2024 für Gold, mindestens eben die 2600 bis 2700 Dollar. Jeder Rücksetzer, große, große Möglichkeit. Wir haben natürlich auch viele Goldminen im Portfolio, die wir bei uns bei der Investinvest Mitgliedschaft immer wieder updaten. Es gibt auch, wie gesagt, einen Track Record bei Investinvest, wo das Ganze veröffentlicht wird. Dafür können wir auch irgendwann mal was zeigen. Haben wir, glaube ich, schon mal im letzten Video auch gemacht, wie wir aktuell performancetechnisch aufgestellt sind dieses Jahr, wo wir sehr, sehr zufrieden sind. Aber Hannes, eins muss man schon sagen, Gold- und Silberminen, da geht natürlich noch viel mehr. Hannes, eine Frage, wie schaut es denn in der Positionierung im Goldmarkt aktuell aus? Wenn man es anschaut, Benjamin, und zwar mit der Extrempositionierung ist keine zu finden. Also weder positiv wie negativ findet man nichts Extremes. Und das heißt eigentlich an und für sich, dass das Ganze perfekt zum Ausblick passt. Da ist noch viel Luft nach oben oder da ist noch Luft nach oben, nennen wir es zumindest so. Und damit an und für sich auch das Ganze passt da perfekt zusammen. Eine Sache muss man noch sagen, Benjamin, das fällt mir immer mehr auf. Und zwar, ich weiß, Gold- und Silber-Update, man will von Bitcoin nichts hören, da kriege ich immer gleich Schimpfer. Aber ganz kurzer Randnotiz, und zwar, wenn man sich anschaut, dass eben Gold in der Korrektur jetzt drinnen ist, sie in Kürze abschließen wird, bevor es dann weitergeht. Und Gold an und für sich und Bitcoin haben sich ja gedreht. Früher war Bitcoin ein bisschen Vorlauf. Indikator und Gold und jetzt mittlerweile funktioniert der Gold eigentlich schneller. Könnte danach heißen, dass vielleicht auch Bitcoin dann zeitnah die Korrektur, also in einigen Wochen, Monaten, dann auch abgeschlossen hat und dann neue Höhen wieder zu erwarten sind. Aber wie gesagt, das gibt es ein extra Video bei Bitcoin. Wir bleiben hier bei Gold und Silber. Ja, nichtsdestotrotz kann man sagen, wir sind natürlich Freunde von beiden und sagen auch ganz klar, wie ihr wisst, Investinvest verbindet die Dinge und wir verbinden natürlich auch die Gold- und die Bitcoin-Anleger. Wir mögen diese Spaltung nicht. Wir raten generell von Spaltung der Gesellschaft ab und deswegen sagen wir, alles, was uns ein besseres Geldsystem beschert, wie der heutige Fiat-Scam, sind Hannes und ich definitiv glücklich und zufrieden. Kleines Wortspiel, Benjamin, wir sind, du hast gesagt, wir sind Freunde von beiden, weil wir die Spaltungen nicht mögen. Ganz richtig, wir sind Freunde von Gold und Silber und Bitcoin von beiden und nicht von Joe Biden. Ganz klar. Ja, Joe Bomben Biden, der darf, wie gesagt, der darf die Spiele machen, wie er will, aber wie gesagt, wir spielen woanders, weil natürlich wollen wir auch von dieser großen Krise gemeinsam als Community auch profitieren und das bringt uns jetzt gleich zum Silber und gerade beim Silber natürlich ein unfassbar gutes Jahr bis jetzt. Silber bis jetzt also prozentual mehr im Plus als Gold dieses Jahr und wie gesagt, da sind wir auch sehr stolz. Das haben wir eigentlich auch so in der Mitgliedschaft immer wieder auch propagiert. Wir haben den Ausbruch in Silber auch gesehen und deswegen schauen wir uns an, was in Silber, wie es da weitergeht. Im Silbermarkt muss mir ganz klar ein Statement hier machen. Es sieht unfassbar gut aus. Es sieht richtig gut aus, weil eines muss einfach hier gesagt werden. Wenn die Rezession nicht kommt, und wir gehen davon aus, dass sie nicht kommt, dann sollte der Silbermarkt wirklich sowas von abgehen, weil die Nachfrage nach Silber in dieser grünen Welt, ja, die grüne Propaganda-Welt, in der, wie sagt man, Mission 2030-Welt, da wird Silber eine riesen Rolle spielen. Selbst Elon Musk und Tesla sind da ganz, ganz groß mit dabei. Und deswegen, Silber ist ein Rohstoff, der zu 50% in der Industrie nachgefragt wird, 50% als monetäres Metall angesehen wird. Und wir sind ganz klar auf Silber extrem positiv. Es sieht super für Silber aus. Und deswegen muss man auch hier sagen, wird es höhere Preise dieses Jahr geben? Wir gehen davon aus, definitiv höhere Preise dieses Jahr. Wie weit das Ganze gehen kann, man darf träumen, das darf man, muss man immer sagen, man darf hier definitiv träumen, was wir Mindestziel dieses Jahr noch sehen. Aber wie gesagt, wir glauben auch, dass das mittlerweile nicht mehr halten wird. Es wird weiter nach oben gehen, aber die 35 Dollar werden wir mindestens sehen, dass wir die mal gehandelt endlich haben. Aktuell stehen wir noch irgendwo bei 31 Dollar herum, aber die 35 sollten zeitnah auch auf uns zukommen. Natürlich gibt es sehr spannende Silberminenproduzenten, die natürlich exponentiell von dieser Entwicklung profitieren.
Auch die haben wir bei uns in der Mitgliedschaft immer wieder erwähnt. Aber Hannes, eines muss man sagen, die 50 Dollar Silber, du darfst dir deine Kappe abnehmen bei 100.000 Dollar Bitcoin, Hannes, so war die Wette. 50 Dollar Silber oder 5.000 Dollar Gold. Aber Hannes, wenn die 50 Dollar Silber wirklich kommen sollten vor Bitcoin, dann wird die Kappe auch fallen. Ganz richtig, Benjamin, aber ich spekuliere nach wie vor darauf, dass es Bitcoin sein wird. Wie gesagt, das wäre mein Wunsch an dieser Stelle. Aber jetzt schauen wir uns noch eine Sache an, und zwar die Positionierung von Silber. Wie sieht es da aus? Und zwar ganz, ganz ähnlich wie bei Gold an und für sich in einem mittleren Range drinnen, ohne eine Extrempositionierung. Und daher kann man sagen, auch der Ausblick perfekt wie bei Gold. Da ist viel Luft nach oben, da kann noch einiges geben. Ja, es sieht wirklich gut aus bei Silber. Das wollen wir an dieser Stelle echt nochmal erwähnen. Das gefällt uns richtig gut, das Setup. Deswegen, eines ist klar, das makroökonomische Umfeld, wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, ist 2024 wirklich perfekt für Gold. Wir haben einen Zinsstopp im Markt. Wir haben umkehrende Notenbanken auf globaler Basis, die die Zinsen senken. Die Federal Reserve bekommt jetzt das, was sie dringend braucht. Sie bekommt endlich schlechtere Daten. Und das bedeutet, Hannes, Dass Gold umso stärker steigen wird. so ist Ganz es, ganz klar. genau. Also wenn die Rezession wirklich kommt, dann wird Gold natürlich umso noch stärker steigen. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass die Rezession kommt. Da müssen wir einfach ganz ehrlich sein. Wenn die Rezession kommen würde, wäre Gold komplett, könnte über 3.000 Dollar dieses Jahr noch drin sein. Glauben wir aber jetzt nicht. Wir bleiben da weiterhin skeptisch. Wir tun Tiefstapeln und sagen, wir wollen erstmal die 2.600 bis 2.700 Dollar sehen, gehen aber dann davon aus, dass es erstmal wieder schön, das Ganze wieder, die Panik erstmal verfliegt vom Markt und eigentlich ein nächster Liquiditätsboom kommen sollte. Und das heißt, Hannes, ganz klar, oder? Notenbanker haben auf schlechtere Wirtschaftsdaten gewartet. Das ist so. Das war bis jetzt die Blockade, die sie hatten. Die haben sie immer wieder bei den Notenbank-Sitzungen erwähnt, dass sie, nein, solange die Inflation um ist, solange die solange die Beschäftigung so stark ist, werden wir nichts tun. Aber jetzt, wo das alles dreht, sieht es gut aus, dass man die Bazooka wieder im zweiten Halbjahr rausholt, oder? Und für alle, was langfristig in Gold investiert sind, wo ich mich dazu zähle, muss mir eine Sache sagen. Wann wird Gold im langfristigen Blickwinkel wieder sinken oder zumindest an Kaufkraft verlieren gegenüber anderen Assets? Wenn Sicherheit in die Welt retourkommt, wenn ganz viel Sicherheit in der Welt beherrscht wird, wenn ein stabiles Wirtschaftssystem in der Welt ist, wenn wir stabile politische Systeme auf der Welt haben und wenn wir ein faires, fundamentiertes, gerechtes Geldsystem in der Welt implementiert haben. Und kein einziger dieser Punkte sieht danach aus, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren erreichen würden. Wie gesagt, die Zeit wird wieder kommen, wo das alles real ist und wo dann auch Gold an seiner Berechtigung, an der Kapitalisierung her etwas verlieren wird. Aber das sind wir noch ganz, ganz weit weg. Und für alle, was dem sagen, langfristig Gold zu halten, vor allem in physischer Form auch, wie gesagt, dort kann man ruhig einen langen Blick mitbringen. Da kommt noch einiges auf uns zu an Verwerfungen, an Unsicherheit und natürlich auch an einem neuen Geld- und Finanzsystem. Und in dem Sinne kann man da, glaube ich, sich schon noch auf turbulente Zeiten und sehr hohe Höhen bei Gold einstellen. Ja, wie gesagt, abonniert unseren Kanal unbedingt, dann verpasst ihr keines dieser Gold-Updates. Wieder nächste Woche natürlich, nächstes Monat, Entschuldigung, kommt wieder ein großes Gold-Update. Wir machen unfassbar viele Videos hier auf diesem Kanal. Wir schauen alle Dinge an, wir verbinden alle Dinge wieder miteinander, weil auf das kommt es an und wir sind da wirklich einzigartig damit und wir sind wirklich der Meinung, dass nur wer die Dinge wieder verbindet, in der nächsten Welt auch wieder eine Chance hat. Und natürlich wollen wir, dass wir alle davon auch massiv profitieren. Nicht nur als Menschen, natürlich auch finanziell. Und wie gesagt, für das zweite Halbjahr, Hannes, muss man eines, glaube ich, erwähnen. Wir müssen uns anschnallen. Die Bazooka wird bald rauskommen. Und die Zeiten werden sicherlich wieder turbulenter nach einer eher ruhigeren Phase im ersten Halbjahr. Die Gelddruckorgie wird wieder beginnen. Die Bazooka bei dem, wie du sagst, wird auf scharf gestellt. Und das Ganze hat einen Grund. Und auf diesen Grund gehen wir morgen bei einem Exklusivvideo definitiv ganz klar drauf ein. Morgen 18 Uhr einschalten, denn dort packen wir was aus. Ja, was das zweite Halbjahr was dominieren wird. Und wenn das eintritt, was wir glauben, was kommt, was wir euch morgen, wie gesagt, bei diesem wichtigen Video zeigen werden, dann wird es natürlich für Gold so richtig spannend. In diesem Sinne, vergessen wir nicht, dass die Zyklen in Gold dieses Jahr ganz bestimmt nicht schlafen werden. Und Hannes. Wir bei Invest in Best nutzen gemeinsam, wenn du diesen Download kostenlos Generationencrash, das Buch von Invest in Best, das Buch von Benjamin und mir runterladen und dann Gewinner des Umbruchs nicht nur 2024, sondern darüber hinaus werden. Bis, Leute, und bis morgen.